Heute schauen wir uns eine alte Rolleicord von 1937 an. Diese Kamera macht Aufnahmen im Mittelformat und zwar 6x6 cm. Das sehen wir hier. Hier oben ist die Aufwickelspule, hier unten kommt der volle Film hinein. Als erster schauen wir uns einmal die Bedienelemente an. Mit dem Rad kann man den Film weiter drehen. Diese Kamera besitzt ein Zählwerk und wie wir dann beim Film sehen werden, kann man auch hinten am Papierstreifen durch dieses rote Fenster die Bildnummer ablesen. Das hier ist ein Stativgewinde, nur es ist viel, viel breiter als wir es heutzutage verwenden. Hier haben wir die Einstellung für die Schärfe, den Fokus. Und man sieht noch, wenn man den Fokus einstellt, wie sich die ganze Optik nach vorn und nach hinten bewegt. Dieser Knopf dient zum Rückstellen des Zählwerks. Und interessant wird jetzt bei der Optik. Und zwar, wir schauen hier von oben hinein für das Bild. Es gab auch die Möglichkeit, über einen Klappmechanismus und einen Spiegel, dass man dann hier hineinschauen konnte. Und wenn man genau scharf stellen wollte, konnte man hier eine kleine Lupe herausklappen. Und dann konnte man ganz fein fokussieren. Das Bild, was man im Sucher gesehen hat, kam durch dieses Objektiv. Und das ist das Hauptobjektiv. In dem Fall von Carl Zeiss. Mit der Einstellung können wir die Belichtungszeit einstellen. Und zwar, es gibt die Stellung T, die kennt man heute nicht mehr. Dann B, die kennt ihr alle für die Langzeitbelichtung. Und dann kann die Kamera von einer Sekunde, eine halbe Sekunde, Zehntelsekunde, 125stel und das schnellste, was dieser Verschluss zusammenbringt, ist eine 300stel Sekunde. Spätere Modelle konnten bis 500. Auf dieser Seite können wir die Blende einstellen. Die Blende geht von 35 bis 22. Besonders lichtstark sind diese Objektive nicht. Das ist ein 1 zu 3,5 f7,5. Also, ihr seht schon ziemlich klein. Das Besondere ist da dieser sogenannte Kompurauslöser. Wir stellen hier zum Beispiel ein auf eine 125stel Sekunde, dann zieht man hier auf und zum Auslösen drückt man den einfach zurück. Da ist eine Art Uhrwerk drinnen. In der Stellung T können wir den Hebel in die andere Richtung schieben. Und ich hoffe, man sieht es jetzt. Wenn man ihn einmal macht, dann öffnet. Und wenn man noch einmal schließt. Das heißt, es sind Langzeitbelichtungen möglich, ohne dass man sehr lange den Auslöser hat halten müssen. Ich mache auf. Belichte, mach zu. In der Stellung B sieht das Ganze schon etwas anders aus. Da öffnet er mir den Shutter so lange, wie ich den Auslöser hochhalte. Seht ihr? Dann die Besonderheit, hier war aufgedruckt, bei welchen Lichtverhältnissen, da waren sogar die Monate aufgedruckt und welche Lichtverhältnisse, wie lange man Belichtungszeit und Blende einstellen sollte. Die Liste wurde wahrscheinlich durch Erfahrungswerte gemacht. Bei dem Modell konnte man auch den Deckel mit etwas Kraft konnte man den Deckel runternehmen.
und gegen einen anderen Deckel austauschen. Es gab nämlich auch Deckel, wo man statt Rollfilm Fotoplatten nehmen konnte. Und es gab auch einen Deckel für ganz spezielle Filme, die aus dem Cine-Bereich gekommen sind. Dann schaut bei der Mechanik, haben wir hier, wird einfach der Film dreht hier auf dieses Rad und damit wird der Zähler weiter gedreht. Dann ist hier drinnen eine Sperre. Wenn ich das Ding händisch mal drehe auf Stellung O, kann ich ohne den Riegelknopf das drehen. Das ist gedacht fürs Film einspannen. Zum Film einspannen und entnehmen kann man hier die Riegeln, die dann hier greifen. Ich hoffe, man sieht es gut in der Kamera. Ziehe ich das zurück, verdrehe es ein bisschen, dann bleibt das drin, dass ich die Filmrolle hineinlegen kann. Schauen wir uns zunächst einmal den 120er Rollfilm an. Gleich vorweg, das ist ein von mir nachgemachter Dummy aus reinem Papier, weil 120er Filme sind heutzutage schwer zu bekommen und wenn man sie bekommt, sehr, sehr teuer. Der 120er Film ist ein sogenannter Mittelformat und die Kameras haben entweder aufgenommen in 4,5 x 6 cm, in 6 x 6 cm, 6 x 9 cm, 6 x 7 cm oder 6 x 8 cm. Es gab auch einige wenige Panoramakameras mit 6 x 12 und 6 x 17 cm. Der Film ist 61,5 mm breit und hat eine Länge von 81 cm. Und je nach Format, was die Kamera fotografiert hat, hat man 8, 12 oder 16 Fotos auf den Film gebracht. Bei dem Panorama dementsprechend weniger. Dann schauen wir uns einmal den Grundaufbau von diesem Film an. Es war immer eine Papierschleife darunter herum, der den Film zusammengehalten hat. Am Anfang war ein Papier, dass der Film nicht belichtet werden konnte beim Einlegen und das war auch der Vorspann, den man gebraucht hat, um den Film in die Kamera zu legen. Wenn das Weiße hier unser Filmmaterial darstellt, war über die ganze Länge drüber noch ein Papierstreifen mit hier den Zahlen, dass man beim Weiterspulen, man musste ja händisch in der Kamera weiterdrehen und je nach Bildformat war das verschieden aufgedruckt. Das ist zum Beispiel der Aufdruck für 6 x 6 cm, ich glaube 6 x 9 cm. Und das ging über die ganze Länge. Am Schluss war wieder so ein kleiner Vorspann. Und wie man den Film in die Kamera eingelegt hat, zeige ich euch dann gleich. Ich habe den Film jetzt einmal auf eine Papierrolle gerollt, weil die Originalrolle brauchen wir dann oben. Man hat übrigens die Filme in dieser Kamera nicht zurückgespult, sondern ganz einfach dann den vollen Film oben rausgenommen, zum Entwickeln gebracht und die leere Spule, die unten war, hat man einfach dann oben wieder hineingelegt. Gut, ich habe jetzt den Deckel da mal runtergenommen, wieder, dass ihr das besser in der Kamera seht. Dann hat man das gedreht, dass der Schlitz dann da oben war. Dann haben wir unsere volle Filmkassette genommen. Und jetzt wisst ihr auch, warum am Anfang da so ein schwarzes Papier immer war. Legt das hier unten hinein. Und dann zieht man das rüber. Legt das da hinein. Und jetzt kam der Überschmäh, da muss aber der Deckel dann geschlossen sein. So, Deckel wieder eingehängt. Zuklappen.
Jetzt hat man den Film so lange weitergedreht. In der Kamera seht ihr das nicht, weil das ein Glas ist, so lange bis hier stand Stopp. Und wenn hier stand Stopp, hat man gedrückt hier und hier. Jetzt hat das eingerastet, wie ihr seht. Jetzt kann ich das nicht mehr bewegen. Klappe auf. Gesucht, was man fotografieren wollte. Scharf gestellt. Oder man konnte das, wie gesagt, noch hochklappen und dann hier durch den Sucher schauen. Aber da ist ein Spiegel drinnen. Scharf gestellt. Also zuerst was gut hätte, dass man aufgezogen hat. Aufziehen. Scharf stellen. Auslösen. Und das war's. Nächstes Bild drücken und wieder so lang drehen, bis es Klick macht. Klick. Und dann müsste man hier dann auch sehen die nächste Bildnummer. Nur das ist ein rotes Glas, das ist absichtlich rot, weil Schwarz-Weiß-Filme auf die Farbe Rot unempfindlich reagieren. Das war der Hintergrund und darum konnte man in der Schwarz-Weiß-Entwicklung auch noch ein rotes Licht in der Dunkelkammer verwenden, was dann beim Farbfilm natürlich nicht mehr ging. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über eine alte Kamera gelernt. Und fürs nächste Mal zeige ich euch dann schon eine modernere Kamera. Danke fürs Zusehen.